Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema sexy Bikini oder Strandfigur, jetzt starten. Ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und umgekehrt, genau das gleiche gilt auch für den Sommer. Ich habe gerade eben rausgeguckt, hat gerade eben noch geschneit und absolut nicht mein Wetter. Also viele Leute finden Winter schön, für mich, na gut, gibt es die Jahreszeit, aber es ist absolut nicht meine. Ich freue mich schon ab Ende März, April, wenn es wieder wärmer wird, wenn T-Shirt-Wetter ist. Und das ist ja genau das Thema, ja, bei dem Thema, ich habe ja die Seite Abnehmen-Berlin und ich sehe ja extrem, wie jetzt gerade die Klickzahlen hochgehen. Das heißt, die Besucher auf der Seite, sowohl auf dem Blog, auch das Abnehmen ohne Sportprogramm verkauft sich jetzt deutlich mehr als noch im Dezember. Also da ist dieses alljährliche Rennen wieder zu sehen. Und warum heißt es, starte jetzt? Der Punkt ist ganz einfach. Wenn du vorhast für den Sommer, oder eigentlich sollte man vielleicht nicht nur für den Sommer vorhaben, sondern grundsätzlich einigermaßen schlank oder einigermaßen in Shape zu sein, was auch immer das für dich persönlich heißt, schlank und in Shape, das kann ja jeder für sich selbst erachten, aber wenn es dein Ziel ist, für den April, Mai, Juni, was auch immer, Sommerklamotten tauglich zu sein, dann ist es am besten jetzt zu starten. Warum ist es am besten jetzt zu starten? Man sagt, ich sag mal so plus minus, ein halbes Kilo in der Woche in einer Diät ist eine ziemlich, ziemlich gute Geschwindigkeit des Abnehmens. Warum? Wenn ich eine halbe Kilo in der Woche abnehme, dann habe ich eine hohe Chance, dass ich nicht zu viel Muskulatur verliere. Muskulatur wollen wir nicht verlieren. Warum nicht? Weil Muskulatur unseren Grundumsatz ankurbelt, ja, oder beschäftigt. Das Einzige, was Energie verbraucht, ist unsere Muskulatur. Wenn wir weniger davon haben, habe ich auch weniger Grundumsatz in Ruhe. Und wenn ich dann später wieder mehr esse, dann kann ich halt auch dicker werden. Das ganze Thema kennen wir ja schon, eine Million mal durchgekaut. Wie gesagt, wenn ich ein halbes Kilo die Woche verliere, das kann auch mal sein, dass man mal eine Woche ein Kilo verliert und die nächste Woche vielleicht mal null. Der Körper ist keine Maschine, das ist volatil, das geht mal hoch und runter, das ist nicht eine Gerade oder eine Parallele. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt 10 Kilo abnehmen, dann kannst du es ganz einfach rechnen. Ein halbes Kilo die Woche sind 2 Kilo im Monat, mal 4 Kilo oder mal 5, wären 5 Monate, um 10 Kilo abzunehmen. Wenn man es gemütlich machen will, wenn es Smoothie und nicht mega hardcore restricted, ich esse nichts mehr, Crash-Diät, sondern wenn man eine normale Reduktionsdiät beginnt, ja, wie könnt ihr lesen auf meinem Blog, steht alles kostenlos, in welchen Kalorienschritten gehe ich runter, wann gehe ich in den nächsten Schritt runter, wann weiß ich, ob ich weiter reduzieren muss oder nicht, wenn ich mein Gewicht erreicht habe, wie gehe ich wieder mit den Kalorien hoch, ohne Jojo-Effekt zu haben, steht alles auf dem Blog, alles kostenlos verfügbar. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hin, sondern ich sage, 2 Kilo im Monat mal 5 Monate sind, genau, 10 Kilo. Wir haben jetzt heute den 11. Januar. Das bedeutet, dann sind wir einfach schon mal, 5 Monate, 11. Juni. Dann ist schon Mitte Juni und ich glaube am 20. oder 25. Juni ist ja schon wieder, wo die Sommerzeit erreicht wird, wo sozusagen der letzte, längste Tag ist und ab dann wird es ja schon wieder jeden Tag 2 Minuten eher dunkel. Ja. So, 5 Monate, das geht jetzt ganz schnell. Wer erst im März, April anfängt abzunehmen, hat entweder nur vor 2-3 Kilo abzunehmen, dann ist das absolut in Ordnung, gar kein Ding, oder er wird nicht fertig oder er macht eine Hardcore-Crash-Diät. Ja? Ich rede davon, ausgewogene Ernährung, gesunde Ernährung, sich nicht unter Stress setzen, gemütlich abnehmen. Und wenn ihr vielleicht schon, wenn das schneller geht, ja, weil ihr vielleicht nur 5, 6, 7 Kilo verlieren wollt und ihr seid Ende April in der Form eures Lebens, ich glaube, dann seid ihr auch nicht böse, ja. Dann seid ihr halt im April schon in Form. Wo ist das Problem, ja? Also ich zum Beispiel fliege in der Regel im April oder Mai in Urlaub oder versuche mindestens einmal dann zu fliegen und einmal noch später im Jahr. Und das heißt, ich habe jetzt gestartet am Montag, also am 9. Und ich habe 6-7 Kilo zugenommen innerhalb der letzten 6 Wochen. Das war nur Fett und Wasser. Und mein letztes Update habt ihr ja gesehen, Anfang November hatte ich 11% Körperfett. Davon bin ich jetzt weit entfernt.
habe jetzt mein Stoffwechsel so angepasst, dass ich wieder auf voll 100% bin. Das heißt, mein Körper verbrauchte etwa wieder 3000 Kalorien wie vor der Diät. Und jetzt habe ich am Montag meine Diät wieder gestartet mit 2500 Kalorien. Und zuletzt war ich im November bei 1600, 1800. So. Das ist mein Plan. Dann weiß ich ganz genau, ich bin dann bis Ende April, bin ich auf jeden Fall in besserer Form, als ich in dem Update-Video war, Anfang November. Und dann werde ich zum Mai, Juni, Juli tiefer gehen. Das heißt, ich gehe deutlich unter die 10%. Wie gesagt, jetzt starten, wenn ihr keinen Stress haben wollt, wenn ihr das alles gemütlich haben wollt. Vielleicht ist jemand von euch dabei, der ja auch mehr als 10 Kilo abnehmen will, 12, 15 Kilo, vielleicht auch 20 Kilo. Dann ist es natürlich so, dass die Leute in der Regel in den ersten paar Wochen schneller mehr Gewicht verlieren. Und mit zunehmender Dauer der Diät wird der Verlust dann langsam weniger. Vielleicht in der ersten Woche 2, 3 Kilo oder sogar 4, 5 Kilo. Hat immer damit zu tun, mit welchem Gewicht ich starte. Ob Mann, ob Frau, was mache ich beruflich, mache ich Sport, ja oder nein, mache ich nur was essen, ganz viele Parameter. Aber glaubt mir, es wird hinterher langsamer, der Stoffwechsel wird etwas gemütlicher. Und deshalb mein Tipp, startet jetzt. Wie gesagt, abnehmen-berlin.com/blog. Mein Blog, über 60 Blogbeiträge, über verschiedene Diäten, über Low Carb, über High Carb, über Atkins Diät, über alle möglichen Sachen, Stoffwechsel, Leptin, Hormone, das ganze Programm, alles kostenlos für euch nachlesbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Teilt das Video, liked das Video, abonniert den Channel, sofern ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg. Kommt in Form. Bis dahin. Ciao.